Hallo und herzlich willkommen. Hier sind Sandra Heim von Mama Revolution und Sabine Menken von Mütter der neuen Zeit. Und unser Thema heute ist Bill Gates und die Macht der Mütter. Und wir sind auf das Thema gekommen, weil wir beide an einem gleichen Morgen, obwohl wir räumlich nicht am gleichen Ort sind, innerliche Gespräche mit Bill Gates geführt haben. Wir haben das dann später festgestellt im Gespräch. Und bei mir war das so, dass ich am Frühstückstisch gesessen habe und und mir das durch den Kopf gegangen ist, dass Bill Gates irgendwie einfach jetzt die ganze Menschheit impfen will und gesundheitlich vermeintlich beschützen will. Und ich habe mich total aufgeregt, ich habe mit meinem Mann drüber gesprochen, weil mir das auf einmal so absurd vorkam, dass da dieser Mensch ist, den ich persönlich nicht kenne, der mich persönlich nicht kennt, der keine Ahnung davon hat, wie ich mein Leben lebe, was Gesundheit für mich bedeutet und der sich trotzdem da positioniert als eine Art Gesundheitsmessias und direkt in mein eigenes Leben eingreifen will. In mein Leben, in das Leben meines Mannes, in das Leben meiner Tochter, in das Leben von allen Menschen, die mir lieb und wichtig sind. Und das kam mir in diesem Moment total absurd vor, weil ich auch einfach mal andersrum gedacht habe, würde ich mir jemals herausnehmen, über Milliarden von anderen Menschen entscheiden zu wollen und denen vorzugeben, du lässt dich jetzt impfen, weil ich der Meinung bin, das ist gut für dich. Ja? Und da weiß man auch gar nicht, ob er die Wahrheit spricht oder nicht. Ich gehe davon aus, er hat eine versteckte Agenda. Es geht nicht wirklich um Gesundheit. Aber wie ernst kann man einen Menschen nehmen, der sich so positionieren muss als jemand, der so weise und so erleuchtet ist, dass er für den ganzen Erdball entscheiden kann, für jedes einzelne Individuum auf diesem Erdball. Da habe ich ein ganz aufgeregtes Gespräch mit meinem Mann geführt und später dann festgestellt, du hast ähnliche Gedanken gehabt. Und Bill Gates steht ja für was. Es ist ja nicht nur Bill Gates, sondern durch Bill Gates wird eigentlich ein Autoritätskonstrukt deutlich, bei dem wir fühlen, es ist jetzt auch echt an uns Müttern, diesen Autoritätskomplex zu hinterfragen und immer wieder zu schauen, aber individuell, was sind die richtigen Entscheidungen für mich individuell und nicht, weil sie von einer Autorität vorgegeben werden, auch gerade in dieser ganzen Corona-Krise. Was waren deine Gedanken zu Bill Gates? Ja, man muss ja fast heute mutig sein, wenn man das ausspricht, aber mir ging es ja ähnlich wie dir. Ich habe mich richtig aufgeregt und Gott sei Dank weiß ich nach 10 Jahren Transformationsarbeit, dass meine Wut, wenn sie sich so deutlich zeigt, wie ein Indikator in meiner Seele ist, dass hier was nicht stimmt. Und ich nehme die ernst, denn es gibt ja sowas wie eine heilige Wut. Und zwar genau dann, wenn ich merke, da greift jemand in ein System und in mein Privatleben. Also er hat ja mit diesem Anspruch, den er postuliert, ich werde alle 7 Milliarden Menschen impfen, sozusagen einen totalitären Anspruch über die Weltgemeinschaft. Und mein politischer Mensch, und ich bin eben auch ein zutiefst politischer Mensch, sagt, ich dachte, wir leben in einer Demokratie. Und es macht mich aber die ganze Zeit schon kirre, dass sozusagen etwas passiert, was eigentlich meine Selbstermächtigungsmöglichkeit, die ich bis jetzt in einer Demokratie immer wahrnehmen konnte, und zwar nicht nur über die Wahlen, sondern auch durch eine relative, ich sage jetzt mal relative Freiheit, mein Leben zu gestalten, was aber faktisch seit 2008, können wir wann anders gerne drüber sprechen, seit 2008 tatsächlich immer mehr abgenommen hat, seit der letzten Finanzkrise, wurden die Freiheiten ja schon Stück für Stück ausgehöhlt. Aber dass ich jetzt in einem System gelandet bin,
was eigentlich wie ein altes Kaiserreich anmutet. Oder wie du sagst, da steht ein Messias, der jetzt mich erlösen will. Ich dachte, das sind wir eigentlich, seit die Griechen, ja, die Demokratie denken konnten und seit sie denken konnten, dass das Volk der Souverän ist, versuchen wir uns doch zu emanzipieren. Was haben die Menschen Jahrhunderte für ihre Freiheit gekämpft? Dass sie selbst bestimmen. Was hat ein Martin Luther dafür gekämpft, dass das Gottesbild im Menschen wenigstens so weit sich selbst ermächtigt, dass er sagt, ich trage einen Gott in mir und das bestimme ich selbst, ob ich das tue oder nicht, aber ich lasse es mir nicht von einer hierarchischen Kirche erklären. Und jetzt werden wir in ein hierarchisches System plötzlich hineingeworfen, was sich doch eigentlich schon längst überholt hat, wo ich sage, warum fragt hier keiner? Warum erlebe ich als Mensch jetzt, dass da nicht ein Aufschrei, es müsste ein Aufschrei eigentlich doch durch die Welt gehen oder wird mir das nicht gezeigt? Gibt es vielleicht viele, die denken wie ich? Und klar spürt man hier und da Widerstand, aber eigentlich müsste das so absurd sein, was da stattfindet, dass wir nur sagen müssten, okay, der kann ja gerne reden, aber da geht eh keiner hin. Ja, genau. So. Ja, und das ist ja irgendwie, was wir feststellen, ist, es geht darum, eine Autorität zu hinterfragen und überhaupt erstmal für sich auch diesen Schritt zu gehen, den Wahrheitsgehalt der offiziellen Geschichte zu hinterfragen. Und wie du sagst, Wut ist ein Indikator. Ja, irgendwas, hier werden Grenzen überschritten, die eigentlich nicht überschritten werden sollten. Ja, sonst würde ich ja nicht so wütend reagieren. Und im Vorgespräch haben wir herauskristallisiert, dass wir finden, dass das jetzt eigentlich wirklich eine optimale Zeit ist, um die richtigen Fragen zu stellen. Also um die Fragen zu stellen, die diesem Autoritätssystem ein Ende bereiten und die uns als erwachsene Menschen zum Vorschein kommen lassen. Und als erwachsene Menschen brauche ich nicht einen Vaterstaat, der mir vorgibt, wie ich zu leben habe. Ja, ich brauche nicht, das ist auch was mich gerade total aufregt, dieses wir bleiben zu Hause, ja, von zig Promis irgendwie, so als wäre ich ein kleines Kind, dem man sagen würde, wir bleiben zu Hause und wir machen das ganz lustig, damit du das besser annehmen kannst und schau, wie nett das aussieht. Und ich denke mir, hallo ihr, ich bin ein erwachsener Mensch, ihr müsst mir nicht sagen, wie ich mich zu verhalten habe. Ja, und natürlich respektiere ich die Privatsphäre und die Freiheit anderer Menschen, aber man muss nicht mit mir wie mit einem Kleinkind reden, um mir irgendwie eine Agenda irgendwie durchzugeben. Okay, also es wird ja noch mal deutlicher, dass wir offensichtlich mit gewissen Bildern domestiziert werden. Und wie du sagst, dass es in Ordnung ist, dass wir innerlich spüren, es ist eben nicht in Ordnung. Und wie es für jeden nicht in Ordnung ist, kann ja jeder für sich entscheiden. Ja, du fühlst dich wie ein kleines Kind behandelt. Ich habe das Gefühl, die Demokratie ist in Frage gestellt, die Grundrechte sind außer Kraft. Ja, ein anderer hat vielleicht das Gefühl, ich bin eigentlich froh, wenn sich jemand um Gesundheit kümmert, aber ich würde gern wenigstens wissen, was in den Impfungen drin ist, klärt mich doch wenigstens auf. Und dann stelle ich vielleicht fest, ach, Impfungen haben sich verändert. Das ist gar nicht mehr das, was man in den 90er Jahren gemacht hat. Ja, da werden heute ganz andere Mittel, ganz andere Gentechnik verwendet dafür. Dann möchte ich doch wenigstens aufgeklärt werden, bevor ich zu was Ja und Amen sagen soll. Denn Ja und Amen zu etwas sagen ist Mittelalter, ist tiefstes Mittelalter. Und jetzt ist ja die Frage, unsere Frage heute, Mütter, welchen Entscheidungsspielraum, an welcher Front steht ihr eigentlich, weil ihr doch tagtäglich mit der kommenden Generation und diese kommende Generation, diese Kinder, die so hochsensibel sind, die so wach sind, die vielleicht schon selber sagen, Mama, ich trage den Mundschutz nicht. Mama, ich will nicht geimpft werden. Ich nehme das nicht. Ja, Mama, ich will nicht mehr in den Kindergarten. Die sind ja irgendwie in ihrem Geist schon in einem Bewusstsein angekommen, mit dem wir uns hier in unseren alten Strukturen unglaublich konfrontieren müssen. Mhm.
Und na, es ist unser beider Anliegen, ich glaube, da darf ich für uns beide sprechen, jetzt bewusst zu machen, Mütter, was ist euch heilig an der Stelle, wenn es darum geht, dass ein System euch jetzt permanent nicht nur mit Frauenemanzipationsbildern beeinflusst, sondern auch noch mit Gesundheitsbildern. Habt ihr nicht alle tagtäglich vor euch die Frage, was ist denn eigentlich Gesundheit? Geht ihr nicht tagtäglich damit um, was tut meinem Kind gut? Und dann merkt ihr, wenn der draußen spielt und nach einer Stunde Fußball oder Räuber und Gendarm oder Bäume klettern, ist mein kleiner Junge so ausgearbeitet, dass der isst und Appetit hat. Und seit wir die ins Haus sperren, die Kinder, es gibt ja, es gibt zig Familien im Moment, die haben keinen Balkon, die leben irgendwo in der Stadt, die können kaum raus. Was macht das mit den Kindern? Ist das Gesundheit? Ist das ein Staat, der wirklich die Gesundheit im Auge hat? Abgesehen davon, dass die Alten und Kranken auch noch nie wichtig waren für unseren Staat. Können wir spüren, dass irgendwas aus der Verhältnismäßigkeit geraten ist, wo wir unseren Gefühlen jetzt trauen müssen, habe ich nicht schon längst einen eigenen Gesundheitsbegriff zum Beispiel? Und ich glaube, das sind die Mütter, die ja mit Gesundheit, Ernährung, Kinderkrankheiten, welche Schule, welches pädagogische System, lese ich vor oder nicht, ja, permanent konfrontiert sind, wirklich aufgerufen, zu ihre eigene, ja schon längst erarbeitete Kompetenz mal ins Spiel zu bringen. Ja. Und das ist ja auch genau das, was wir als Botschaft wirklich vermitteln möchten, diese Macht, die wir als Mütter haben. Und das ist eben eine Macht im ganz konstruktiven Sinne, eine Macht, die aus Liebe entsteht, eine Macht, die die Zukunft im Auge hat, eine gute Zukunft, die die nächste Generation stärken und als Menschen mit Rückgrat hervorbringen möchte. Das ist unsere Macht. Ja, die steht total, finde ich, konträr zu einer Macht, wie Bill Gates sie gerne hätte und demonstriert, indem er irgendwie dem ganzen Erdball diktieren möchte, wie er sich zu verhalten hat. Und wir als Mütter, wir haben einfach unser eigenes Kind, unsere eigenen Kinder, unser eigenes Umfeld im Blick, halten den Raum dafür. Und die Macht, die wir haben, ist eben in diesem Raum Entscheidungen zu treffen, die das Rückgrat gerade halten, ja, die die Zukunft zu einer echten Zukunft machen und nicht zu der Wiederholung einer Vergangenheit, ja, die das Aufleben von Freigeist, und unsere Kinder sind Freigeister, ja, dass wir den Raum halten, dass diese Freigeister sich weiter als Freigeister entwickeln können und eben auch als Kinder schon auf Augenhöhe wahrgenommen werden. Und deswegen ist es an der Zeit, dass wir wirklich die richtigen Fragen stellen. Und wenn uns gewisse Dinge einfach komisch vorkommen, so wie du das gerade gesagt hast, ja, ist es wirklich pro Gesundheit, wenn wir ein Kind den ganzen Tag in einem Apartment einsperren? Sind die Entscheidungen, die gerade getroffen werden, bringen die wirklich Gesundheit hervor? Ja. Und wenn man, also da gibt es ja einige merkwürdige Dinge, wo es lohnt, einfach mal hinzuschauen und diese offizielle Geschichte zu hinterfragen. So wie das beispielsweise Mütter von ihren Neugeborenen sofort getrennt werden, wenn der Verdacht auf Covid besteht und dann auf einmal ist die Mutter und das Baby in dieser völlig verzweifelten Situation, wo nur Leere und Schmerz besteht. Und das weiß jede Mutter von uns, dass das nicht gesundheitsförderlich ist. Ja? Und dann auch die Frage, was heilt wirklich? Ja? Ist es dieses klinisch kalte, hygienische oder ist es die Liebe, ja? Zwischen Mutter und Kind? Wie viele Krankheiten können einfach durch Liebe, Nähe und Wärme geheilt werden? Ja? Und da ist es wirklich an der Zeit, und dieses Video ist ein Aufruf dazu, dass wir Mütter uns die richtigen Fragen stellen, erwachsene Fragen stellen und dann zu unseren eigenen Antworten stehen. Und da geht es nicht um richtig oder um falsch, sondern es geht um dieses individuelle Empfinden. Was stimmt für mich? Ja? Werde ich irgendwo wütend? Dann ist das ein Wegweiser. Fühle ich mich irgendwo klein und unterdrückt? Dann ist das ein Wegweiser.
und was lässt mich groß fühlen? Ja, und da, wo Größe selbst fühlbar ist, da, wo die Beziehung zum Kind fühlbar ist, da, wo es auf einmal aufgeht und irgendwie der innere Betonklotz abfällt, das ist der Weg, das ist der individuelle Weg. Ja. Und für den stehen wir ein, nicht für den autoritären Weg, den Menschen vorgeben, die tatsächlich denken, sie wüssten, was für mich und für dich gut ist, obwohl sie uns überhaupt nicht kennen. Das ist doch spannend, weil das, was du sagst, Sandra, kristallisiert nochmal in einer ganz besonderen Weise hervor, dass wir offensichtlich nicht nur in Corona-Zeiten leben, von denen ja auch Herr Söder gesagt hat, das ist kein Gewitter, das wird bleiben. Ja. Und da würde ich sagen, ja, Herr Söder, das stimmt, aber ich hoffe, es wird bleiben, indem nämlich jetzt deutlich wird, dass wir diese autoritären patriarchalen Strukturen, nicht mehr wollen, weil gerade die Eltern, gerade die Mütter, gerade die Familien arbeiten seit Jahren an einer Pädagogik, die Begleitung heißt. Die heißt, ich begleite auf Augenhöhe. Ja, wir nehmen uns Menschen auf Augenhöhe wahr. Wir verstehen, was es heißt, ich denke so und du denkst so. Ich bin dieses Wesen, du bist jenes Wesen. Und dieses auf Augenhöhe miteinander kommen und nicht Angst zu haben, der andere könnte in mein Leben eingreifen auf eine unheilsame Weise, weil ich ja auch weiß, ich kann meine Grenzen setzen. Ja. Dieses Grenzen setzen, meinen Raum schützen und zu gucken, leben wir in einem System, wo unsere Grenzen gewahrt werden. Und wenn es nicht so ist, und es ist nicht so, wenn wir Strukturen schaffen, die im Moment einen Totalitarismus ermöglichen, der immer weiter in die einzelne Zelle des Privatseins, in die eigene Intimität, in meine seelische Verfassung eingreift, dann kann ich das nicht mehr gutheißen. Und dann weiß ich zumindest als Mutter, ich bin mit der Erziehung, mit der Pädagogik, mit dem Sein meines Kindes auf alle Fälle an der Schwelle schon mal in einer Macht, dass ich was anders vorleben kann, dass ich anders gestalten kann und dass die Frage ist, gehen wir dahin? Im Sinne von, ja, was machen wir, wenn jetzt die Schulen Maskenpflicht einführen? Will ich, dass mein Kind jeden Morgen eine Stunde weint, bevor es die Maske anzieht? Ja, also im Sinne, meine Kinder hätten das ganz sicher nicht gemacht. Also was machen dann Eltern? Ja, dann ist vielleicht die Schule nicht mehr das Richtige, dann ist dieses System nicht mehr das Richtige. Und ich glaube, da liegt ein ganz großes Potenzial, dass Eltern ihre Macht und ihre Ermächtigung jetzt verstehen lernen, dass sie es in der Hand haben, inwieweit sie diese Ansagen mitmachen und wo wir sozusagen einen heilsamen Widerstand leisten, im Sinne nicht, dass wir dagegen sind, sondern dass wir uns klar sind, für welche Zukunft wollen wir denn jetzt wirklich miteinander leben, aufstehen, eintreten und sie auch gestalten im konkreten Alltag, im Hier und Jetzt. Ja, und da ist wahrscheinlich auch ein wichtiger Schritt, gerade für uns Mütter, ja, dass wir auch dieses Programm zur Seite stellen von wegen, naja, ich bin halt Mutter, ja, was habe ich schon zu sagen, was kann ich schon da am politischen Diskurs, da kann ich nicht dran teilnehmen, sondern das ist uns ja irgendwie auch so schön eingeredet worden über die Zeit, dass eine Mama, die kümmert sich halt um Haus und Kinder und eine moderne Mama hat auch noch einen Beruf dazu. Aber ansonsten, politisch betrachtet, in der Gestaltung der Gesellschaft ist sie keine ausschlaggebende Kraft. Aber das ist auch eine offizielle Geschichte, die wir hinterfragen dürften. Ja? Weil wenn du mal schaust, wo befindet sich eine Mutter? Eine Mutter befindet sich exakt an dem Punkt, wo Zukunft entsteht, durch die Kinder. Ja? Und wie machtvoll ist diese Position im allerpositivsten Sinne? Ja? Mütter und Väter auch. Und das ist so nochmal so als Impuls an jede Mama, die das jetzt anschaut. Ja? Nehmt euch wichtig. Ja? Jede von euch ist wichtig. Jede von euch hat die Macht, ihre individuellen Entscheidungen zu treffen. Und jede von euch, die sich traut, ein Stück
weiter, sie selbst zu sein und dafür einzustehen und für ihre Kinder einzustehen, beeinflusst das große Ganze. Absolut. Also Mutter sein heißt, an der Quelle zu sein, an der Quelle von lebendigem Leben, an der Quelle von erwachendem Leben, an der Quelle ins Hier und Jetzt zu kommen. Und da spüren wir am meisten, was eigentlich authentisch ist, was Freude eigentlich im Leben wirklich erschafft, was Wahrheit erschafft, ja, und was Liebe ermöglicht in der Beziehung zu unseren Kindern. Ja. Und sowohl Sandra als auch ich begleiten auch gerne Mütter, wenn sie genau an dieser Schnittstelle, an dieser Schwelle Fragen haben, was kann ich aktuell jetzt in meinem System ändern, damit ich authentischer für die Zukunft, für dieses nun werdende Neue, für diese neue Zeit mit den neuen Kindern Mitgestalterin sein kann. Da würden wir auch gerne, ja, indem dass wir eben Beratungen ermöglichen, seit langer, langer Zeit auch nochmal darauf hinweisen. Genau. Sabine, du machst das so im biografischen Bereich. Bei mir ist es mehr der Business-Bereich. Und ihr findet die Links einfach zu unseren Webseiten, im Text zum Video. Und ansonsten hoffen wir, dass wir euch ein paar gute Impulse, Inspirationen mit auf den Weg geben durften. Wir von unserer Seite erkennen euch total dafür an, was ihr leistet, wer ihr seid, was ihr möglich macht, und hoffen euch einfach wieder zu begegnen und wünschen euch eine ganz wunderschöne, wachsame Zeit. Ja. Tschüss. Ja. Danke. Tschüss.